Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Heute noch einmal mit einer speziellen Sommerausgabe, nicht aus unserem Studio, sondern aus der wunderschönen Altstadt von Willisau im Rahmen des Städtli-Sommer 2022. Mein heutiger Gast ist der OK-Präsident von dem Anlass, zugleich Präsident vom Willisauer Gewerbe, der Bruno Bühler. Bruno, herzlich willkommen. Danke, schön, sind Sie da. Es ist jetzt etwa Halbzeit vom Städtli-Sommer 2022. Wie sind Sie bis jetzt zufrieden mit dem Verlauf? Wir haben vor 2 Wochen gestartet. Es war natürlich wunderbares Wetter. Wir konnten sehr gut starten. Ja, ist alles gut gelaufen, ist schön. Was ist eigentlich die Grundidee von diesem Projekt? Ja, die Grundidee ist ein bisschen entstanden nach dem Corona, dass wir im Städtli wieder ein bisschen Gelegenheit gibt, sich zu zeigen und auch in den Detailisten, in den Vereinen, dass sie sich präsentieren können nach dem Flautejahr, das wir im 20. hatten. Und im 2021 ist eigentlich noch mein Vorgänger, OK-Präsident Michael Ränkli, der die Idee hatte, dass wir so einen Städtli-Sommer machen können. Und sie sind hier wirklich auf offene Ohren gelangt und haben das letzte Jahr das erste Mal durchgeführt. Haben Sie Unterstützung oder wer steht genau hinter dem Projekt? Ja, wir haben eine breite Unterstützung. Im OK sind wir jetzt zusammen vom Willisauer Gewerbe mit den Gastronomen, die hier mitarbeiten und natürlich auch der Tourismusverein Corinne Müller, der sehr stark mithilft. Und ich darf auch sagen, dass die Stadt Willisau sich sehr grosszügig zeigt. Sie sind hier mit den Städtlisperrungen sehr grosszügig gewesen. Das ist sehr gut mit ihnen abgelaufen. Und auch mit dem Werkdienst, der uns hilft, die Sachen aufzustellen. Also da sind wir wirklich breit unterstützt. So ein Event zu organisieren, ist ja immer ein grosser Aufwand. Auch. Und sage jetzt im Hochsommer noch speziell, um auch Helfer zu finden, Leute zu finden, die mitmachen. Wie ist es euch da gegangen? Ja, du siehst das richtig, Gali. Es war nicht ganz einfach, die Leute hier motivieren, mitzumachen. Helfer brauchen wir eigentlich in dem Sinne nicht. Wir sind ein OK, die das Ganze dort organisieren. Und der ganze Städtli-Sommer sollte eigentlich ohne Helfer können, über die Bühne zu gehen. Das heisst, die mitmachen, die können ihren Event selber organisieren, selber planen. Gastronomen schauen selber, dass sie ihre Sachen verkaufen, dass sie halt einen Zapfhahn draussen haben. Und das sollte eigentlich selber laufen. Das Gleiche ist mit den Vereinen, die sich hier präsentieren können. Und auch alle Detailisten, die allenfalls Gelegenheit hätten, so wie es jetzt übrigens auch der Pötu nutzt und der wunderbare Pötu-Bus hier präsentiert. Genau von solchen Sachen lebt der Städtli-Sommer. Und ja, ich muss sagen, es war nicht ganz einfach gewesen, die Leute motivieren, etwas zu machen. Man merkt, es ist wieder ein normaler Sommer in dem Sinn. Die Leute gehen auch wieder fort und wollen wieder Sommerferien machen. Von dem her ist es sicher nicht ganz einfach gewesen, die Leute hier zu motivieren. Nichtsdestotrotz, es hat anständige Leute, oder sie kommen hier meistens gegen oben hin. Was ist das eigentlich? Sind das vor allem Willisauer oder sind es auch Auswärtige, die Städtli-Sommer besuchen? Meine Wahrnehmung ist, dass wir wirklich sehr viele Einheimische haben. Wir sehen sehr viele Leute, die man kennt, wenn man hier im Städtli innen rumläuft. Aber es hat natürlich auch Leute von der Umgebung hier. Ich denke, Willisau ist eh ein Anziehungspunkt von Willisau und Umgebung, sage ich jetzt einmal. Und die Leute trifft man auch hier. Die genießen es hier, um Städtli zu flanieren und hier einen schönen Abend zu verbringen. Haben Sie Rückmeldungen, Reaktionen aus dem Publikum? Ja, ich komme Rückmeldungen über. Also die Leute haben Freude. Man wird auch immer wieder angesprochen, schön, mache ich dir etwas. Weil es muss ja immer alles auch organisiert sein und es muss jemand in die Finger nehmen und in die Hände nehmen. Und mal, da werden wir also schon kontaktiert. Und ja, ich habe das Gefühl, es kommt an bei den Leuten, bei der Bevölkerung. Das ist jetzt die zweite Auflage. Wissen Sie schon, gibt es eine dritte? Wird das weitergeführt? Ja, wir haben natürlich unsere Abschlusssitzung, die wir nach dem diesjährigen Städtli-OK werden machen, haben wir den Termin angesagt. Wir sind angehalten, Rückmeldungen zu geben, was wir das nächste Jahr anders oder besser machen. Ja, ich gehe davon aus, dass es wieder etwas wird. Ich gehe wirklich schwer davon aus. Also es ist noch nicht jetzt irgendwie terminiert alles, aber ich rechne damit, ja.
kann man sich auch vorstellen, das noch ein bisschen auszubauen. Also, was man immer wieder gehört, vielleicht ein bisschen früher anfangen, nicht erst im Vierten spielen. Oder ist das schon ein Politikum? Ja, das ist definitiv ein Politikum. Das ist verständlicherweise natürlich auch nicht immer ganz einfach, das Städtchen zu sperren. Weil das wissen wir alle, das ist sicher für die Detailisten nicht gut im Städtchen. Ob man das allenfalls an einem Samstag kleiner sperren könnte, über das kann man definitiv auch diskutieren. Es gibt ja nicht nur immer ein Gut und ein Schlecht. Von dem her, ja, über das kann man sicher auch diskutieren, ja. Das ist ein Beispiel so sein. Man kann es sicher nicht eins zu eins vergleichen, aber wo der ganze Sommer durch den Eingang vom Freitag oben, glaube ich, schon gespielt hat, das ist im Moment noch kein Thema. Ja, wir hören immer wieder ein Beispiel Sorsi, dass Sorsi vieles gut macht oder vieles besser macht oder wie so. Ich habe das Gefühl, wir dürfen uns nicht immer mit Sorsi vergleichen. Ich glaube, unser Städtli hat eine andere Wahrnehmung als der Städtli in Sorsi. Ich glaube nicht, dass wir ein Wochenende da das ganze Wochenende, wenn der Party-Mailer sind in dem Städtli. Ich glaube, das ist meine Meinung, ist glaube nicht die Zukunft von Willisau. Aber ich sage jetzt, ein Städtli freies Wochenende, das ist sicher möglich, würde ich jetzt sagen. Ja. Da braucht es ja auch Unterstützung natürlich jetzt, vom lokalen Gewerbe, aber auch von den Behörden und so. Wie ist da die Zusammenarbeit oder gespürt ihr etwas? Sind ihr offen für Veränderungen oder wie ist so die Stimmung im Moment? Ja, ich glaube, Veränderungen, da können wir uns nicht drum herum. Veränderungen gibt es. Veränderungen. Der Detailhandel hat sich sowieso allgemein verändert in den letzten Jahren. Hat sich sehr stark verändert. Und das hat sich auch verändert hier im Städtli. Und ja, du sprichst jetzt sicher den Verkehr an. Es ist nicht alles gut hier im Städtli mit dem Verkehr. Das ist uns, glaube ich, auch nicht bewusst, dass man das Gefühl hat, manchmal zu viel Auto drin hat. Für die hat es zu viel drin, für die anderen zu wenig. Die Sachen werden ja jetzt im Moment diskutiert. Und ich glaube, für Veränderungen sind wir da schon bereit. Kommt natürlich immer der Fabas für euch. Du hast es angesprochen, es ist im Moment eine grosse Umfrage lanciert worden vom Gewerbe, aber auch also von der Stadt und vom Tourismus insgesamt. Und im September, glaube ich, ist dann die erste Orientierung, so eine Zwischenbilanz. Weiss man schon, in welche Richtung oder beziehungsweise haben ihr viele Rückmeldungen oder wie läuft die Umfrage? Ja, das ist ja wirklich lanciert worden von der Stadt Willisau zusammen mit dem Gewerbeverein und mit dem Tourismusbüro. Sind wir da in einer Arbeitsgruppe drin, die diese Umfrage lanciert hat. Wirklich eine breit gefächerte Umfrage. Und ich darf wirklich sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Es sind irgendwie 1200, 1300 Rückmeldungen, die wir jetzt am Ausarbeiten sind. Kannst du dir vorstellen, das geht noch ein bisschen Arbeit, um das alles auszuwerten. Aber das ist wirklich sehr, sehr eine breit angelegte Umfrage. Und ja, natürlich, das ist das Ziel, so eine Umfrage natürlich in der Entwicklung von einem Städtli nachher die Sachen natürlich zu berücksichtigen und natürlich, wenn was möglich ist, auch anzuschauen und auch Ideen zu sammeln. So, das ist ja auch das Ziel. Wir machen das nicht wegen lustig und das soll wirklich wegweisend sein, ein bisschen weit auch. Und Ergebnis kann ich dir in dem Sinn eigentlich noch nicht sagen. Wir haben am 14. September eine öffentliche Veranstaltung im Rathaus, wo ich natürlich alle Willisauer sehr gerne einlade, an diese Veranstaltung zu kommen. Und ja, und dort können wir das präsentieren, was die verschiedenen Interessengemeinschaften ja, zu dem Städtli meinen. Da sind wir sehr gespannt und in dem Sinn vielleicht auch noch ein Aufruf, die den Fragebogen oder die Online-Umfrage noch nicht mitgemacht haben und das Gefühl haben, etwas dazu beizutragen, sind herzlich eingeladen, hier noch mitzumachen, weil man will ja glaube wirklich eine breite Palette von Meinungen abholen. Aber am Schluss noch einmal zurück zum Städtisommer. Wir sind jetzt hier eben in der Mitte. Es ist noch ein Wochenende. 13., 14. August. Auf was können wir uns denn noch freuen, vom Programm her? Das nächste Wochenende freue ich mich persönlich sehr auf das Universaltreffen, das wird sein. Das ist nicht von uns im Städtli-Sommer organisiert, sondern das ist eigentlich ein Zufall, dass das gerade an diesem Wochenende hat sollen stattfinden. Und wir haben den Kontakt, beziehungsweise der Schürmensepp hat den Kontakt mit mir gesucht, ob wir das gleich machen können. Und wir haben da wirklich gefunden, das ist sehr eine gute Synergie. Und das Universaltreffen mit diesen Universaltreffen, die ja hier in Willisau in den 30er Jahren hergestellt worden sind, auf das freue ich mich sehr. Und wir werden auch im nächsten Wochenende wirklich
sehr ein sehr abwechslungsreiches Programm haben. Kommt mir gerade Sinn, wir haben den Alphorn da, wir haben Schweizer Örgali da, wir haben aber auch einen Freddy P. da, der Musik macht. Nein, unser Programm ist wirklich sehr breit jetzt, das Wochenende und das nächste. Da freuen wir uns doch drauf. Besten Dank, Bruno, für das Gespräch. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es gesehen vom WB-Gespräch. Wenn Sie wollen, sind wir bereits Ende August wieder auf Sendung. Das mal der Kollege Norbert Bossart. Der Gast wird sein, der Leiter vom Jazzfestival Willisau, der Arno Troxler. Bis dann, haben Sie es gut, geniessen Sie den Sommer, auf Wiedersehen. Das WB-Gespräch vom Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbank aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.